Hi Leute, ich bin's Dennis. Heute zum K1-Training mit zum Abschluss noch einem Intervalltraining. Bleibt konzentriert, gebt Gas und achtet auf eure Technik. Einmal fühlt zusammen und angrüßen. So, wir fangen erstmal mit dem Aufwärmtraining an. Ein bisschen locker bewegen erstmal. Guckt, dass ihr genug Platz habt. Wir nehmen mal die Fersen hoch und dann die Arme mit bewegen. Die Atmung kontrollieren, Nase einatmen und ausatmen. Okay, und wir nehmen die Knie zur Mitte nach oben. Arme mit bewegen. Okay, und Hampel mal. Und 10 Stück noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, locker an den Bewegungen bleiben. Immer auf dem Fußballen bewegen. Gut, wir nehmen die Deckung hoch und dann immer wieder das linke Knie nach oben. Und block. Höhe nimmt Takt. Einmal absetzen und wieder hochnehmen das Bein. Und wechsel. Anderes Bein. Den Teilbecken oben lassen. Knie ist innen, Ellenbogen ist außen. Und block. Gut. Wir wechseln nochmal. Einmal block und schlag gleichzeitig. Gerade vor, gerade zurück. Blocken, schlag. Und wechsel. Block, Schlag. Wir wechseln und Kick. Den Arm mitbewegen. Einhand an den Kopf nehmen. Absetzen und wieder hoch. Das Bein. Und wechseln. Ja. Wieder einer an den Kopf. Und einer hat ruhig mitbewegt. Ja. Abgesetzt und hoch in das Bein. So, nochmal wechseln. Wir blocken einmal, kicken einmal. Abgesetzt, Block, absetzen, Kick. Block, Kick. Block, Kick. Und dranbleiben. Atem kontrollieren. Und wechsel. Ja. Block, Kick. Block, Kick. Gut, und auslockern die Beine. Beine müssten warm sein. Auch die Arme und Skipping. Komm, Fäuste vor. Linie boxen. Immer an einer Hand an den Kopf und Schultern mit hochbewegen und vor. Linie boxen.
Arme nach oben schlagen. Wieder gerade Kopf. Und aufwärts Haken. Mit den Handflächen nach innen und kreisen nach vorne. Ein bisschen Tempo steigern, schneller werden. Und spurt einmal, komm schnell, Ende. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und langsam. Und wieder gerade, Kopf. Höhen ausstrecken die Arme. Wieder Tempo anziehen, schneller werden, bereit machen zum Spurt und Vollgas, komm! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, okay, wir gehen runter und 10 Liegestütze. So, Liegestützposition, Knie weg vom Boden und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wieder aufstellen und lockern. Gut, genug aufgewärmt. Kurzes Dehnen noch, ja. Beine schulterbreit auseinander und in die Grätsche, also runter. Oberkörper hängen lassen. Beine bleiben durchgestreckt. Ruhig atmen. Abwechseln mit dem Oberkörper links, rechts. Ordentlich stehen, den Bein durchgestreckt lassen. Gut, wir gehen die Hocke runter und strecken dann das linke Bein zur Seite aus, auf die Ferse. Okay, mit dem Ellenbogen ein bisschen nach außen drücken. Und halten. Und wir wechseln auf die andere Seite. Ausstrecken wieder auf die Ferse. Ellenbogen hier nach außen drücken und halten. Höhen dehnen, ein bisschen die Innenbänder. Okay, und wir gehen zur Mitte. In den Pferdestand. Beine sind weiter schulterbreit auseinander. In die Hocke runter. Arme abstützen und die Knie nach außen. Rücken gerade lassen und Brust nach vorne. Ja. Halten. Schön die Beine nach außen, noch die Innenbänder dehnen. Okay, kurz auslockern. So, und zum Schluss gehen wir mal so tief in die Grätsche runter, wie es geht. Bis an die Schmerzgrenzen und halten. Ruhig vorne abkürzen mit den Armen. Bis an den Schmerzpunkt und dann auf die Ferse. Zehenspitze nach oben. Dann könnt ihr hier noch ein bisschen mit der Ferse wackeln, damit ihr weiter runterkommt. Und halten. Höhen dehnen. Ist wichtig für die Bänder, damit wir uns keine Zerrung holen.
erstmal die Hüfte vorne hängen lassen, hier nach vorne. Hüfte vor. Wieder ein bisschen zurück mit der Hüfte. Stück tiefer runter zu kommen. Und halten. Letzten Sekunden noch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lockern. Gut, schön ausschütteln die Beine. Ein bisschen das Becken kreisen. Auch in die andere Richtung. Den kreisen, lockerndes Becken. Hüfte nach links. Nach rechts. Hüfte nach vorne. Hüfte zurück. Zum Schluss noch die Beine nach außen kreisen, locker. Wie nach oben. Oder auch andersrum, von außen nach innen. Locker. Gut. Ich habe drei Kombinationen vorbereitet. Jede Runde geht 3 Minuten, 1 Minute Pause. Drei verschiedene Kombinationen. Ich würde sagen, gehen wir erstmal kurz die Schläge durch, wie in den Kampfstand. Von 1 bis 6. Okay. Einmal langsam und danach gehen wir in die Kombination rein. 1 ist die linke gerade. Geht gerade vor, gerade zurück. Dann die 2. Die rechte gerade. Schön eindrehen, immer einer an den Kopf nehmen. Rechte gerade nach vorne. 3. Der linke Haken. Seitlich eindrehen, Gewicht aufs hintere Bein verlagern. Ellenbogen hochnehmen und vorne mit dem Knöchel treffen. Von hinten drehen wir es nach vorne ein. Zur 4. Der rechte Haken. Vom linken wieder den Körper schützen und rechte Ellenbogen hoch. Jetzt sind wir links aufgeladen, Gewicht aufs vordere Bein. Vorher schlagen wir die 5, der linke Uppercut. Okay, und jetzt sind wir wieder rechts aufgeladen, Hüfte nach hinten. Und 6, vor, pap, rechter Uppercut. Okay, 1, linke gerade, 2, rechte gerade, 3, linker Haken, 4, rechter Haken, 5, linker Uppercut, 6, rechter Uppercut. Und Kampfstart. Wir versucht euch die Zahlen zu merken mit den Schlägen. Gut, unsere erste Kombination, wir sind im Kampfstand und schlagen ganz simpel 1, 2, 3. 1 die linke gerade, 2 die rechte gerade, 3 der linke Haken und von hinten bringen wir jetzt den Low Kick. Wir versuchen mit dem Low Kick, mit unserem Schienbein, den Oberschenkel vom Gegner zu treffen. Pam. Okay? Hier, 1, 2, 3. Deckung hochnehmen, rechts Low Kick, beide Hände sind oben. Beim Zurücknehmen setze ich nochmal nach. Nochmal 3 der linke Haken und dann rechts das Knie rein. Und in den Kampfstand. Okay? Das ist unsere erste Kombination. 1 linke gerade, 2 rechte gerade, 3 linker Haken, rechts den Low Kick. Low Kick mit dem Schienbein an den Oberschenkel. Beim Zurücknehmen 3 und rechtes Knie nochmal rein, Oberkörperhöhe. Und das flüssig in einer Bewegung. 1, 2, 3, Low Kick, 3, Knie und wieder Kampfstand. Diese Kombination arbeiten wir 3 Minuten. Und in der Zeit zwischendurch auch durch Kampfstandkontrolle und Einzelschläge. Das sind die 1, das sind die 2, mal ein Frontkick und dann wieder Kombination schlagen, okay? Bereit machen, Stoppuhr stellen. Bereit machen in den Kampfstand. Es geht los in 3, 2, 1 und go. Zeit läuft. Kampfstand und Kombo. 1, 2, 3, Low Kick, 3, Knie. Bewegen, immer schön im Kampfstand bleiben. Jab ist noch raus. Und Kombo. 2, 3, 4, 3, Knie. Jeder für sich, so gut er kann. Stehen, 2, Rücken. Kombo. 3, Loki. 3, Knie. Und wieder Kampfstand. Hab mal auch den Oberkörper ein bisschen bewegen, mal Schritte nach vorne. Kombo. 3, Knie. Dann mal wieder Schritte zurück, mal nach links. 2, 3, von überall arbeiten. Und dann wieder eine Kombo. 1, 2, 3, Loki, 3, Knie, und wieder Kampfstand. 1, 2, 3, Loki, 3, Knie. Macht es einfach ruhig ein bisschen langsam. Und wenn ihr sitzt, Tempo. Bam, bam, bam.
Eine Technik nach der anderen. Und ein Schlag zurück, kommt der nächste nach vorne. Aber geschlossen wie möglich bleiben. Wenn die Hände an die Schläfe. Und Action, go. Und weiterarbeiten, dranbleiben. 1, 2, 3, 4, 3, wieder ein bisschen locker, Einzelschläge. Und rein. 1, 2, 3, 4, bewegen. 1, 2, 3, okay. 3, knie. Schön eindrehen beim Atmen. Bein mitnehmen. Und wieder vor. 1, 2, 3, okay. 3, knie. Über dem Knie, Ferse anziehen, Zehenspitze nach unten, spitzes Knie vor, ab. Low Kick, 3, Knie, yep. Hälfte ist schon geschafft. Dranbleiben. Und weiter geht's. 1, 2, 3, okay, 3, Knie. Bewegen, schöne Schattenboxen, immer wieder Kraftwertkontrolle und Deckung, ab. Und Kombo. Hey, Knie. 40 Sekunden noch dranbleiben. 1, 2, 3. Low Kick. 1, Knie. Der Kampfschlag andersrum. Bei jedem Schlag ausatmen. Ja, keine Luft pressen. Und in Bewegung bleiben. 20 Sekunden dranbleiben. 1, 2, 3. Low Kick. 3, Knie. So, 3, tap. Eine Technik noch, auf geht's. 1, 2, 3, Weg, 3, Knie. Und Pause. Und auslockern, durchatmen. Atmung immer kontrollieren in der Pause. Nase tief einatmen, Mund ausatmen. Bereit sein für die nächste Runde. Mal eine neue Kombination, okay? Jetzt fangen wir mit der 2 an, mit der rechten gerade, von hinten. Versucht ansatzlos die Faust nach vorne zu bringen. Nicht erst ausholen und dann schlagen. Direkt rechte Faust vor, pam. Dann haben wir links aufgeladen, dann schlagen wir linken Uppercut, 5, pam. Von hier aus nochmal die 2, die linke gerade und dann linkes Bein. Ausfallschritt, Kick mit links zum Oberkörper. Schöne Standbein hier drehen beim Kicken, okay? Nochmal von vorne. 2, rechte gerade. 5, linke Uppercut, nochmal 2, die rechte gerade und das linke Bein, Ausfallschritt, Kick und Kampfstand. Alles in einer Bewegung. 2, 5, 2, linkes Bein aufladen, Kick und Standbein drehen und wieder absetzen. Ja? Durchatmen. Zeit läuft, bereit? Nächste Runde und go, auf geht's. 2, 5, 2 und Leberkick, pop, und wieder in den Kampfstand. Locker bewegen. Einzeltechniken wieder. 1, 1, 1. Mal nur einen Kick. Mal nur einen Frontkick. Und dann wieder die Kombo. 2, 5, 2. Leberkick. Und bewegen. Mann, Mann, Mann. Mann. Bewegung bleibt. Mann, Mann. Mann. 2, 5, 2. Mann. Und Action. Mann, Mann, Mann. Man muss die Schulter mit einzutreten beim Schlag. Nicht nur den Unterarm bewegen. Komplett drehen. Weiter geht's. Kampfstand immer wieder Kontrolle, richtig stehen. Gucken, mal einen Schritt nach hinten. Mal links raus und Kombo. 2, 5, 2. Stehen. Erste Minute vorbei. Weiter geht's. Ja. Long Kombo. 2, 5, 2. Kick mit links. Und nach der 2 die rechte Hand ganz an den Kopf ziehen. Und Kick. Und weiter, ja. Hälfte ist geschafft. Oh, wieder Kombos. Rechts, links, rechts. Leberkick. Höhen eindrehen, ja. Fäuste richtig schließen. Atmen. Ja. Und weiter geht's. Und Kampfstand. Bewegen. Mach.
Letzte Minute läuft, auf geht's. Kämpfen, ordentlich die Technik ausführen und schön kombinieren. Ja, go rein. Rumkommen, oder? Hick. Ja, eins, eins. Oberkörper immer vorarbeiten. Gucken. Und dann explosiv. Komm, pa, pa, pa. Und wieder in den Kampfstand. Wenn die Deckung oben lassen, immer schön die Hände hochhalten. Ja. 20 Sekunden noch. Deckung oben halten. Und bewegen. Auch mal Weitbewegungen, Blockbewegungen. Abwehren. Und Kombo. Andere Seite wieder. Einer noch. Auf geht's. Zwei. Okay. Und locker. Atmen. Atmen kontrollieren. Tief atmen. Eine Kombination machen wir noch. Eine Runde. So. Dann wieder in den Kampfstand. Ruhig atmen. Erstmal wieder die Kombination erklären. Jetzt fangen wir mit dem linken Haken an, okay? Schulter aufladen, hier, Gewicht nach vorne fallen, das vordere Bein. Von hier aus drücken wir uns dann auch raus und drehen uns nach rechts ein. Pam, jetzt die Hand nicht ausholen, von hier aus dreht nach vorne. Eindrehen. Getroffen und von hier zurückkommen. Zwei. Von hier aus wieder linker. Fünf. Und dann rechtes Bein hochnehmen. Pam, Kampfstand. Ja? Hier nochmal. Körper bewegen, aufladen. Drei. 2, 5, High Kick und dann schlagen wir doppelt nochmal die 3 in die Doublette. Papp, papp und dann rechtes Knie nochmal. Bam, in den Kampfstand. In der letzten Runde ein bisschen länger. Nochmal, aufladen. 3, 2, 5, rechts High Kick, Doublette. 3, 3 und das rechte Knie. Und wieder in den Kampfstand. Ein letztes Mal langsam. Zu den Zuschauern immer locker bewegen, bevor wir den Haken schlagen. Erst aufladen, Gewicht nach vorne verlagern. 3, 2, 5, rechts den Kick, absetzen und dann die Doublette schlagen. 3, aufladen, 3 und rechtes Knie. Bleibt schön geschlossen bei der Doublette. Kurz aufladen, nicht so ausholen. Achtet auf die Technik, okay? Wird bereit machen, letzte Runde. 3, 2, 1 und go. Auf geht's, aufladen. 3, 2, 5, High Kick, Doublette, pam, pam, und Kniestoß, ja, dranbleiben, aufladen, 3, 2, 5, High Kick, Doublette, Kniestoß, pam, und in Bewegung bleiben, und go, Power, und wieder Platz schaffen, schön kompakt bleiben, gucken, bisschen bewegen, vorstellen, ihr habt einen Gegner vor euch, und dann arbeiten, ja, aufladen, 3, 2, 5, High Kick, Doublette, pap, pap, Knieabschluss und wieder Platz machen. Höhen zu bleiben. Spitzes Knie nach vorne und weiterarbeiten. Zwischendurch wieder die einzelne Aktion. Mal ein Kick, mal ein Schlag und dann wieder Combo. Aufladen, 2, 5. High Kick, Doublette, Knie. Und schön atmen, locker bewegen. Und in Bewegung bleiben. Und Kombo wieder. Und ein bisschen selbstständig wieder arbeiten. Platz schaffen. Und wieder kombinieren. Stopp. Können die Deckung umhalten. Drei. Und wieder Kombo. Bewegen. Immer vorstellen, es kommt auch was. Block. Hinterher kommen und. 3. Knie. Hälfte ist geschafft. Arm bleiben. Bewegen. Und rein. 3, 5, 2. Nee. 3. Knie. Und komm wieder. Doublette. Zu bleiben.
Ja, letzte Minute läuft, auf geht's. Ein. Bewegen, ja. Rette. Spitzes Knie vor und komm mit hier nach. Und bewegen. Achtung, wieder Kombo. Mach und Zeit. Gut. Okay, durchatmen. Gut. Genug Kombination geschlagen. Nun die Atmung kontrollieren. Achtet bei den Kombos dann oder bei den Einzelschlägen, dass ihr immer richtig im Kampfstand steht. Bleibt immer locker in Bewegung, Oberkörper. Aber sobald wir dann die Aktion starten, fester Stand und dann explosiv arbeiten. Und dann nach dem letzten Schlag wieder bewegen. Den Ausgang finden. Okay? Keine Starre. Sonst seid ihr leichtes Zielobjekt. Immer in Bewegung bleiben. Gut. Genug Kombos. Jetzt kommen wir zum Intervalltraining. Okay? Dann machen wir 2 Durchgänge. 7 Übungen, 30 Vollgas, 15 Pausen. Ja, zeigt euch kurz mal, erste Runde sind Squats, zweite Runde Burpees, dritte Runde gesprungene Ausfallschritte, vierte Runde Liegestütze, fünfte Runde Knie nach oben und siebte Runde Bearwalk mit Push-Up. Aber ich zeige es euch immer jeweils, immer vor. Okay, fangen wir mit der ersten Runde an, sind dann die Kniebeugen. Okay, erstmal kurz noch lockern, kurz durchatmen, langsam bereit machen. 10 Sekunden gebe ich euch noch. Wieder auf Position wieder. 3, 2, 1 und so, Kniebeuge. Ja, tief runter und explosiv hoch. Mit dem Gesäß tief runter und hochkommen. Hör, dass wir die Beine machen, Kickkraft. Ab. Explosiv hochdrücken. Ab. Okay, und Pause. Nächste Runde sind die Burpees. Okay, Strecksprung. Bereit? Und go, Burpees. Ab. Dranbleiben, komm, gleich geschafft. Ja. Und Pause. Auslockern. Und dann sehen wir mal die Ausfallschritte. Einmal links vor, einmal rechts vor. Wer möchte, kann die auch gesprungen machen. Dann Hüfte, Oberkörper gerade lassen. Und go. Links. Rechts. Wenn nach vorne schauen, aufrecht bleiben. Atmen kontrollieren. Und Pause. Nächste Runde Liegestütze. Langsam runter, explosiv hoch. Also auf die Ellbogen, dass nicht so sehr zur Seite kommen. Eng am Körper führen, okay? Auf geht's, runter die Position. Und go. Runter gehen, einatmen. Hoch gehen, ausatmen. Langsam runter, explosiv hoch. Dranbleiben, kämpfen. Auf geht's. Ja. Zähne zusammenbeißen. Ja. Ja. Gut. Lockern. Ja, nächste Runde nehmen wir die Knie nach oben. Gas geben, okay? Schön hoch die Beine, Arme mitbewegen.
immer die Atmung kontrollieren. Und go, hoch die Knie. Tempo. Und dann halt. Und hoch die Beine. Genau. In die Höhe halten und das Tempo. Ja. Arme schön mit bewegen. Ja. Dranbleiben, Gott. Auf geht's, schön hoch die Beine. Ja. Ja. Und ohne auslockern. Und zur nächsten Runde in den Blank, okay? Unterarmstütze. Oberkörper unter Spannung halten, Bauch und Beine eine Linie, okay? Auf geht's, runter. Hier und gerade und halten. Gott. Ab. Und dann die Arme parallel zueinander. Rücken gerade und den Bauch anspannen. Höhenspannung. Noch 10 Sekunden. Halten. Gerade bleiben. Immer wieder Kontrolle. Okay, und Pause. Gut. Letzte Runde: Bärwolf mit einer Liegestütze. Wir sind hier. Arme nach unten. Nach vorne, Liegestütze und wieder zurück. Einmal ganz aufrichten und dann wieder. Bereit? Und los geht's. Go, runter. Vor. Push-up. Zurücklaufen. Strecken und wieder runter. Push-up. Ja. Und weiter geht's. Dranbleiben. 10 Sekunden. Gut, und Pause. Eine Minute durchatmen und dann machen wir nochmal einen kompletten Durchgang. Atmen kontrollieren. Wenn ihr ein Tempo habt, versucht es zu halten. Nicht langsamer werden. Wenn es geht, sogar schneller werden. Schön an die Grenzen gehen. Macht es euch nicht gemütlich. Weil wir müssen fit bleiben. 40. Lockern. Ruhig zwischendurch ein bisschen die Arme dehnen. Beine. Letzter Durchgang. 7 Übungen nochmal. Und dann haben wir es geschafft. Noch 20. Wenn die Atmung kontrollieren. Es ist wichtig, die Atmung, dass wir in der nächsten Runde immer mehr Gas geben können. Genauso viel wie in der Runde davor. Auch wenn es schwer wird. Zähne zusammenbeißen und 100% Gas geben. Gut, langsam schon mal bereit machen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Also wir fangen wieder mit den Squats an, ja? In den Kniebeugen-Position. Einnehmen, Schulter weit auseinander. Tief in die Hocke und stellen hoch. Mann, explosiv. Komm, auf geht's. Und Becken nach hinten. Und hoch. Flap. Flap. Eins. Flap. Ja. Mann. Flap. Flap. Tief runter. Komm, nicht schummeln. Auf geht's. Helfen. Gut. Lockern. Durchatmen. Nächste Runde. Sind wir die Burpees dran. Bereit? Und go, Burpees, ja. Dann bleiben wir gleichzeitig mit den Beinen vor und zurück. Auf geht's, komm! Und Pause. Atmung wieder kontrollieren. Tiefe Atemzüge. Gut. Wieder die Ausfallschritte. Hände an die Hüfte. Bereit. Und go. Ja, Oberkörper schön gerade halten.
Ruhig ein bisschen seitlich. Ja. Gerade halten. Einatmen. Ausatmen. Gut, lockern. So, jetzt kommen wir an die Liegestütze dran. Okay, langsam Position einnehmen. Mal runter. Knie weg vom Boden. Und go, auf geht's. Husch. Husch. Runter gehen, einatmen. Hoch gehen, ausatmen. Langsam runter. Explosiv hoch. Und beißen, auf geht's, Knie hoch. Und Pause. Arme lockern. So. Nächste Runde. Wieder die High Knees, die Knie nach oben. Ja. Langsam bereit machen, Atmen kontrollieren. Okay, und go. Fünfte Runde, komm. Hast geschafft. Höhen hoch die Knie. Arme bewegen. Und Tempo halten, ja. Ja. Wieder an die Grenzen gehen. Zähne zusammenbeißen. Nicht gemütlich machen. Hey, Gas geben. Ja, hoch die Knie, ja. Tempo steigern, ja. Letzte Sekunde, egal. Hey. Und Pause. Gut, durchatmen. Vorletzte. Wieder in den Plank. In die Unterarmstütze. Schon mal Position einnehmen. Und schön unter Spannung halten. Komm, auf geht's. Die Unterarme und komm, halten. Und schön unter Spannung halten. Beiß die Zähne zusammen. Atmung. Und gerade bleiben. Immer wieder Selbstkontrolle. Und wieder Pause. Locker. Nur letzte Runde. Wir wieder Bearwalk und ein Push-Up. Schulter breit. 5 Sekunden. Bereit? Und go. Arme vor. Vorlaufen. Und zurück. Go. Auf geht's. Und strecken. Und der nächste. Ja. Husch. Und wieder hoch. Und der nächste. Ab. Und atmen. Einatmen. Ausatmen. Und wieder strecken. Und der letzte. Auf geht's. Push. Und wieder hoch. Und lockern. Gut. Geschafft. Auslockern. Atmen kontrollieren. Und ein bisschen dehnen zum Schluss. Gut. Auch bei den Übungen immer ans Limit zu kommen, immer Gas geben, okay? Und bei dem Techniktraining ruhig Selbstkontrolle, stehen, immer die Deckung lassen. Eine Hand schlägt die andere am Kopf lassen. Beim Schlagen Schulter hochnehmen, Hüfte mit vor eindrehen. Wenn ihr meine Kombination nicht verstanden habt, könnt ihr ruhig mal wieder zurückspulen. Nochmal anschauen und dann weiterlaufen lassen. Okay? Und immer schön gucken, dass Deckung hoch ist. Konzentriert bleiben. 100% Gas geben und dann wird es schon. Fit bleiben, ja? Aufstellung. Und abgrüßen. Okay, das Video ist für euch. Deswegen fit halten und macht auch was. Bis bald hoffentlich. Ciao.